Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf unserer schönen MS Amadea. Immer wieder stellen uns interessierte Gäste Fragen rund um die Navigation des Schiffes. Und heute nehmen wir uns mal Zeit, all das zu klären, was Sie schon immer einmal zu den Abläufen hinter den Kulissen wissen wollten. Wir möchten Ihnen als erstes einen Überblick über die Geräte und Funktionen der Brücke geben. Kapitän Michael Kugelmann führt mich herum und erklärt mir, dass das Brückenteam in drei Wachen aufgeteilt ist. Damit die erste Wache auch alle wichtigen Informationen an die nächste Wache übergeben kann, hält man diese im sogenannten Brückenstatusboard fest. Als erstes möchte ich mehr zum Antrieb des Schiffes erfahren. Auf der Brücke haben wir unter anderem die Bedienelemente für die Hauptmaschinen, für die Ruder und das Querstrahlruder, aber auch eine elektronische Seekarte, wo wir die Position des Schiffes feststellen können. Wir beginnen unseren Rundgang am Multifunktionsdisplay, einem wichtigen Navigationsinstrument, welches dem Nautiker die tägliche Arbeit erleichtert. Wenn wir das Radarbild näher betrachten, sieht man den Schiffsverkehr um uns herum, den jeweiligen Namen des anderen Schiffes, den Kurs, die Geschwindigkeit und den Abstand zu uns. Auf dem Multipilot können wir das Radarbild über die elektronische Seekarte legen. Wir sehen dort andere Schiffe, die unsere Seefahrtsroute kreuzen und denen wir unter Umständen ausweichen müssen. Wie läuft dann eigentlich so eine Kursänderung ab? Kursänderungen im offenen Seeraum können wir mit dem Autopiloten machen. Dort wird einfach der neue Kurs eingestellt und vorgegeben, welcher Radius gefahren werden soll. Im engen Fahrwasser machen wir die Kursänderung mit Handruder. Dort geht ein Matrose an das Handruder und führt die Kommandos des Kapitäns aus. Midships. Midships. Die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes beträgt 18 Knoten. Weiter gibt es zwei Maschinentelegrafen, einmal für die Steuerbord- und einmal für die Backbordseite. Mit ihnen wird die gewünschte Fahrstufe der Hauptmaschinen gewählt. Des Weiteren wird hier auch das Bugstrahlruder gesteuert, welches beispielsweise dafür da ist, MS Amadea parallel zu der Pier oder von der Pier wegzubewegen. Ganz wichtig für Sie, liebe Gäste, sind natürlich auch die beiden Stabilisatoren. Sie befinden sich unterhalb der Wasseroberfläche. Wir haben ja bei Seegang zum einen die stampfende Bewegung, wenn die Welle von vorne kommt, oder auch die Rollbewegung. Und diese seitlichen Bewegungen nach Steuer und Backbord lassen sich durch die Stabilisatoren wunderbar ausgleichen. Sehr wichtig auch in großen offenen Gewässern wie dem Nordatlantik. Der Kapitän zeigt mir auf der nächsten Position die wasserdichten Türen im Bauch des Schiffes. Sie sind geöffnet, wenn wir in einem Hafen liegen, und geschlossen, wenn wir auf See sind. Diese befinden sich im unteren Teil des Schiffes und sollen im nicht zu erwartenden Fall eines Wassereinbruches dafür sorgen, dass das Wasser sich nicht im gesamten Schiff verteilt und die Schwimmfähigkeit gewährleistet bleibt. Eine ganz wichtige Sache, die auch täglich überprüft wird. Nebenan haben wir das Panel der Sprinkleranlage, denn die Brücke überwacht auch die gesamte Brandmeldeanlage des Schiffes. Würde es zu einer Rauchentwicklung kommen, erhält die Brücke einen Alarm. Dieser kann auch manuell durch das Drücken des Handfeuermelders ausgelöst werden, welche sich überall auf dem Schiff befinden. Ein Mitarbeiter würde dann die Situation vor Ort überprüfen. Weiter geht unser Rundgang. Wir haben auf diesem Schiff Feuertüren, die das Schiff eben in verschiedene Brandschutzbereiche unterteilen. Und im Fall eines Feuers können wir sie hier von der Brücke aus schließen, damit Rauch und Flammen in einem Bereich des Schiffes bleiben und sich nicht über das Schiff verteilen. Oder man schließt die feuerfesten Türen individuell bei Bedarf vor Ort. Auf der Brücke wird jede Handlung dokumentiert. Um in einem Seenotfall das Unfallgeschehen rekonstruieren zu können, werden alle Gespräche und auch alle Anzeigen, die es hier auf der Brücke gibt, im sogenannten Voyage Data Recorder aufgenommen und können somit später ausgewertet werden. Neben dem Schiffsdatenschreiber befindet sich das UKW-Gerät, welches auf verschiedenen Frequenzen senden kann.
Der Kanal 16, der Notfallkanal, ist immer angeschaltet, damit alle Schiffe erreichbar sind. Das komplexe Notfallkommunikationssystem namens GMDSS stellt damit sicher, dass wir weltweit Hilfe leisten können oder diese auch erhalten. Weiter geht's im Bereich der Kommunikation. Hier an dieser Stelle stehen in der Regel der Kreuzfahrtdirektor und Kapitän für ihre täglichen Durchsagen, um Sie als auch die Besatzung bestens zu informieren. Dabei können Sie bestimmte Bereiche auswählen, wo Sie zu hören sein möchten. Gleich dahinter sehen Sie eine Übersicht über die gesamten Kameras an Bord. Des Weiteren befindet sich zum Thema Sicherheit auch ein Stabilitätsrechner auf der Brücke, mit dem berechnet wird, wie das Schiff bei verschiedenen Ladevorgängen stabilisiert wird. In diesem Bereich wird die gesamte Lichterführung von MS Amadea gesteuert. Je nachdem, ob wir im Hafen oder auf See sind, können die entsprechenden Navigationslichter ein- und ausgeschaltet werden. Weitere GPS-Geräte ermitteln die genaue Position unseres Schiffes. Sollte eins davon einmal ausfallen, gibt es davon zur Sicherheit gleich mehrere. Ebenfalls auf der Brücke registriert wird das Ein- und Auschecken der Passagiere an der Gangway. Zum Schluss der Brückenbesichtigung gehen wir noch in die Nock. Hier befinden sich die wichtigsten Geräte und Anzeigen nochmal in Kleinform, damit der Kapitän beim An- und Ablegen auch alles genau im Blick hat. Das können Sie übrigens auch von Deck 11 beobachten. Wir manövrieren, wenn wir in der Nähe der Pier sind, das Schiff aus der Nock, weil wir eine bessere Sicht haben. Also wir haben unsere Ruder, unsere Maschinentelegrafen und unseren Bugstrahler. Und das Schiff muss sich beim Anlegen parallel an die Pier annähern. Und das können wir aus der Nock am besten beobachten. Damit geht mein Besuch auf der Brücke zu Ende und unser Kapitän bereitet sich so langsam auf die nächste Abfahrt vor. Sie sehen, wir wollen, dass Sie sich nicht nur wohl, sondern auch sicher an Bord fühlen, damit Ihre Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Damit sagen wir Tschüss und Ahoi!